Bonjour à tous, je suis arrivé à Paris et maintenant je me trouve à Place de la Bastille. Ici, c'est Paris. Souu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 u
So, ich bin jetzt gerade im Hostelzimmer, habe mich eingecheckt und jetzt gehe ich dann zum Scheiden. Bevor ich zum Scheiden gehe, zeige ich euch mein Zimmer, also das Hostelzimmer. Und zwar, von hier geht's rein. Es gibt insgesamt sechs Betten, genau. Vier schon davon besetzt und ich bin dann hier. Ich will jetzt gar nicht hier liegen. Genau, ich wollte noch eine Sache zeigen und zwar die Sicht, die ich dann halt hier habe auf die Stadt. Schaut euch das hier an. Das ist echt geil. Das ist richtig geil von hier. Und da sieht man auch so diese Sacré-Cœur. Sacré-Cœur ist genau in der Nähe vom Osten. So, wir sind gerade auf dem Weg zum Spiel, genau, zum Stadion. Also wir sind die Fans. Echt geil. Wir warten jetzt gerade hier an der Ampel und dann gehen wir ins Stadion. Direkt ins Stadion. Porte, c'est droit. Tickets hier bekommen gerade, als nachdem ich es gescannt habe und jetzt werde ich dann kontrolliert. Das ist echt geil, Mann. Ich stelle die Kamera um. Hier ist eine richtige Stimmung, Alter. Das ist geil. Das ist perfekt, Alter. Bonjour. Très bien, c'est là. Oui, merci beaucoup. Das ist das. Das ist ici, c'est Paris. Geil, Alter. Echt geil. Ah, das sind ja die Ultras. Die Ultras genau auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, was das ist, aber das gefällt mir gar nicht selber. Ja, ihr seht jetzt gerade hier meinen Mundbereich so trocken, weil ich dann nicht so viel getrunken habe heute. Aber wir werden heute gleich so richtig ausfassen, damit wir dann erst danach trinken können. Also, es geht los. Vamos zu! Geil. Lass uns mal auch so nach Prediktion fragen. Excuse-moi, peux-je demander vous des prédictions pour le match? 3-0. 3-0 de quoi? Hein? De quoi? 3-0 Bid Mbappé et Bid Neymar. Kylian Mbappé aussi. Mbappé, tu veux deux ou pas? Non, Neymar va marquer deux. Ah, Kylian Neymar deux. Ah, Mbappé va marquer un. Ah, ok. J'espère aussi Messi. Ouais, pas faux aussi, Messi, mais vu que Mbappé peut-être sera au banc, sur le banc, oui. Donc ça va être un peu compliqué pour lui. Ah, ok. Mais je vois que Neymar va marquer des buts. Ah, ok, j'espère. Ok, merci beaucoup. Merci. So, jetzt gerade die Startelf, Gianluigi Donnarumma. Das ist geil. Marquinhos! Brasilianer, also ich muss so tun, als wäre ich Brasilianer, ne? Neymar! So, jetzt habe ich dann den Typen geholt und jetzt fahre ich dann nach der Prediction. Prediction für den Match? Paris win 3-0. 3-0? Okay. And score? Who gonna score? Scorer? Yeah. Messi, Neymar. Messi, Neymar, yeah. I hope also. Neymar too. And also, last question. What do you think about the relationship between Messi and Mbappé, Neymar and Mbappé? In French? Yeah, in French or in English. In French, yeah, we can also do it in French. Ah, c'est une bonne relation, hein. Ça va venir, ça va se développer. Après la Coupe du Monde, ça va être parfait. Ah, ok. Qu'est-ce que tu penses que Mbappé est resté ici à Paris et n'est pas transféré à Real Madrid? Ah, bah c'est très bien pour nous. C'est très bien. Ah, yeah, pour vous, c'est très bien. On est très content. Mais il demande. Oh, il prend beaucoup d'argent pour ça, pour le contrat. Comme Neymar, oui. Merci, tout ça. Oui, ok, merci beaucoup et bonne chance. Merci. Okay. Was für Aufnahmen machen wir jetzt gerade? Das ist echt crazy. Geile Aufnahmen. Messi einfach von hier. Der ist da wirklich so 100 Meter entfernt. Nicht mal 150 Meter entfernt von mir. Von der Bund.
vois, c'est bon. Je te vois. J'espère. Ah, ok, merci beaucoup. Bis jetzt trotz Hose, was hier passiert. Messi, kranke Spieler. Geisteskranke Spieler. Die erste Halbzeit ist durch. 1-0 für Paris Saint-Germain. Durch das Tor von Messi, vom Freistoß. Das war geisteskranke Freistoß, ja? Oder? Reaktionszeit. Die zweite Halbzeit wurde angegriffen. So, die haben am Anfang der ersten Halbzeit gut gespielt und jetzt am Anfang der zweiten Halbzeit. Aber bei dem war es dann, dass die halt so ein Tor geschossen haben. Jetzt steht es dann 1-1, Mbappé ist hier und der soll reinkommen, Tore machen mit Messi und Neymar, hoffentlich. Jetzt wird aber jede Sekunde aufgenommen, denn mit Kylian Mbappé kann man wirklich Tore schießen. Es wird krass, es wird krass. Bleibt gespannt, es geht los! Da ist der schon in Action. Schaut zu, Mbappé mit dem Ball, Mbappé mit dem Ball. Mbappé pass auf für Neymar. Neymar pass, Neymar fängt an. Und wenn die Ultras laut sind, die sind richtig laut. So, ey, die sind wirklich schon laut, als würde man das ganze Stadion aus dem Bett schreien.
So, jetzt muss man ohne Messi leben. Sanchez jetzt wieder back. Er war kurz verletzt, aber jetzt kommt er wieder auf das Spielfeld. Das ist geil. Aber wir müssen mal schauen. Jetzt Neymar mit dem Ball. Neymar auf den, auf den. Gute Mut. Das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus. 2-1 für Paris Saint-Germain. Geil, Alter. Ich hab's genossen. Das war geil. Mashallah war das. So, das Stadion wehrt sich langsam. Es war mir eine Ehre. Es war wirklich mir eine Ehre, hier dabei gewesen zu sein, zu dürfen. Und jetzt gleich geht's dann zum Eiffel Tower. Zum Eiffelturm. So viele Leute. Heftig, heftig, wirklich heftig. Gerade von da drüben gelaufen und ja, jetzt stehe ich dann hier genau an diesem Platz, am Arc de Triomphe. Das ist ja richtig krass hier. Und zwar habe ich jetzt gerade so ein Foto gemacht für ein paar russischsprachige Leute und dann eigentlich haben sie sich gedacht, dass dann halt so kein Russisch verstehen würde und dann haben sie sich auch gedacht, dass halt so den Handy klauen würde. Aber danach bin ich halt so für die halt so ein Foto gemacht, aber waren schon nicht alle. Weil sie natürlich gut gemacht, aber. Ha! Ja, so sieht das auch von oben aus. Ich bin jetzt gerade auf dem Arc de Triomphe. Das ist so geil. Unter mir ist ein Champs-Élysées, wo ich dann echt gerade eben so viele Fotos gemacht habe, bevor ich hier hochgekommen bin. Und da hinter mir ist dann der Eiffelturm. Das ist so geil hier. Das ist richtig nice. Und ja, einfach diese Aussicht genießen. Das lohnt sich. In dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video.